So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem Video geht es um die kalorische Kurve bzw. Phasenumwandlung. Viel Spaß! So, wir gucken uns jetzt die Phasenumwandlung anhand von Wasser. Das heißt, wir fangen bei Eis an und schauen dann, wie die kalorische Kurve verläuft, weil das nämlich auch sehr oft drankommt. Du musst jetzt ein bisschen Fantasie mitbringen, aber ich denke mal, wenn du mir folgst, dann hast du Fantasie auf jeden Fall. Oder wenn du mir schon länger folgst, dann gehe ich mal stark davon aus. Das hier ist nämlich jetzt ein Kelvin-Thermometer. Damit kann ich direkt die Temperatur in Kelvin ablesen. Auch wenn man es hier nicht so ganz erkennt, aber ich sehe das dann schon. Also das hier oben das K, ne? Weil Temperaturen in der Physik werden ja immer in Kelvin angegeben. Und man sieht schon dem Eis an, dass das gar keinen Bock hat auf Bewegung. Das heißt, bewegungsunfähig ist das, hat eine geringe Bewegungsenergie. Dementsprechend, Temperatur ist ja auch die Energie bzw. kinetische Energie von Gasteilchen oder hier von Molekülen, Atomen. So, und wenn die Temperatur gering ist, heißt das auch geringe kinetische Energie. Das sehen wir den Eis schon an, ne? Hat hier Kristallbindungen und ja, bewegt sich nicht viel, ne? Also haben wir hier geringe Temperatur. So, und jetzt halte ich hier fest und jetzt sieht man hier an dem super Physik-Coach Kelvin-Thermometer, dass das hier langsam steigt, steigt, steigt. Und zwar steigt das so lange, bis wir 0 Grad haben. Das ist nämlich ein ganz spezieller Punkt, den solltest du auf jeden Fall kennen. 0 Grad bzw. 273 Kelvin, also die Umrechnungen auf jeden Fall auch beherrschen. Da haben wir nämlich Eis, 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 Eis. So, und jetzt kommt nämlich, jetzt haben wir ein Eis-Wasser-Gemisch. Man könnte ja jetzt denken, wenn ich das Thermometer hier reinhalte, Temperatur steigt, steigt, steigt. So, dann haben wir, Eis ist ein bisschen geschmolzen. So, jetzt haben wir hier Eis-Wasser-Gemisch. Also das hier war quasi Phase 1. Phase 1 schreibe ich mal ran. Das hier war Phase 1, jetzt sind wir hier Phase 2, jetzt haben wir Eiswasser. Und jetzt kommt nämlich das Entscheidende. Oh, einmal schmeiße ich mein Thermometer runter, weil es so entscheidend ist. Kein Wunder, dass das runterfliegt. Wenn ich das nämlich reinhalte, dann sehe ich, dass die Temperatur auf meinem Physik-Coach Kelvin-Thermometer geht nach unten, unten, unten bis 0 Grad. Und jetzt könnte man ja denken, hä, ich mache doch die ganze Zeit Wärmezufuhr von unten, ne? Delta Q. Also es kommt auch Wärmezufuhr. Hier Delta Q steigt doch. Immer mehr Energie kommt da rein. Warum zum Teufel steigt die Temperatur dann nicht? Man könnte ja denken, das geht hier so gerade, ne? Würde man erstmal vermuten, ne? Würde jeder vermuten, der noch nie Physik hatte und so. Keiner würde hier sagen, das ist dann ein Plateau. Niemand kann das vorher wissen, wenn man nicht sich damit auseinandergesetzt hat, ne? Deswegen, jetzt wisst ihr es, dass hier so ein Plateau entsteht. Dieses Plateau heißt keine Temperaturerhöhung, obwohl Energie zugefügt wird. Das heißt Wärme. Ich verdeutliche dir das nochmal, wie Wärme dazugeführt wird. Nämlich anhand, hier habe ich noch eine Kerze. Ich zeige dir das mal. Jetzt führen wir hier noch mehr Wärme zu. So, bisschen Special-Effekt hier mit reinbringen, dass du nicht einschläfst. So, haben wir hier, ne? Ein Plateau, Temperatur ändert sich nicht, ne? Bleibt konstant, konstant, weil... Das nennt man auch Umwandlungswärme, Umwandlungsenergie. Hier ist nämlich konstant, 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 obwohl hier Wärme zugeführt wird. Wärme, Wärme, also wir stellen das auf dem Herd oder Feuer. Da haben wir die ganze Zeit 0 Grad. Das ist halt das Krasse, weil die ganze Energie heißt auch latente Wärme. Kannst du auch mal bei Google eingeben, latente Wärme, Umwandlungswärme. Hier ist es ja von Eis zu Wasser, das heißt, hier wird Energie gebraucht, das ist die sogenannte Schmelzwärme. Das heißt, bei Wasser sind das 333,5 Kilojoule, die ich zuführen muss, um 1 Kilogramm Eis zum Schmelzen zu bringen, also die Phase umzuwandeln. Das ist nämlich hier die Phasenumwandlung, dieser Bereich hier. Das heißt, die ganze Energie geht nicht dafür drauf, dass die Moleküle sich schneller bewegen. Also hier, jetzt haben wir Eis, so und jetzt... Wärme, Wärme wird zugeführt. Wärme, Wärme, Wärme. Jetzt wird es zu Wasser. Energie steigt, Energie steigt, Energie steigt. Und dann wird es irgendwann zu Dampf. Ne? Also nur, dass du nochmal weißt, okay, Energiezufuhr heißt nur, die Atome, Moleküle bewegen sich schneller. Je schneller, umso größer die Temperatur. Aber hier passiert nämlich nichts mehr. Keine Bewegungsenergie wird zugeführt, sondern was hier passiert ist, dass die Verbindung im Eis, das heißt diese Kristallbindung, wird aufgebrochen zu Wasser. Dafür geht die Energie drauf. Das heißt, die Energie ist dafür da,
dass dann Umwandlung geschieht. Also Energiezufuhr haben wir, aber nicht für die Temperaturerhöhung, sondern für die Umwandlung. Ganz, ganz wichtig. Und erst wenn das komplette Eis geschmolzen ist, das heißt, wenn du hier dein Cocktailglas hast, solange du noch Eis drin hast, kannst du dir sicher sein, okay, das hat noch so 0 Grad, ne? Unter optimalen Bedingungen, ne? Also keine Klugscheißer jetzt hier. Das heißt, wenn alles optimal ist, das immer perfekt verrührt ist, ne, dann hätte das 0 Grad, solange hier noch Eis drin ist. So, und dann siehst du schon, oh, Cocktail läuft noch. Aber wenn dein ganzes Eis im Cocktailglas geschmolzen ist, dann, gehst du entweder zum Barkeeper, lässt dir Eis nachliefern, oder du hältst es fest, hast Physikcoach Kelvin-Thermometer dabei, hältst das rein und dann siehst du, shit, jetzt steigt die Temperatur wieder an. Das heißt, erst wenn das komplette Eis geschmolzen ist, dann steigt die Temperatur wieder an. Also es wird die ganze Zeit konstant Wärme zugeführt, ne? Entweder durch meine Handwärme oder hier meine Special Feuerwärme. Wärme, 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 Wärme. So, und so lange, dann fängt es schon an zu blubbern, ne? Und dann sieht man schon, dass die Bewegungsenergie hoch ist. Das heißt, irgendwann, ich guck mal, ob ich mich jetzt hier nicht verbrenne, aber alles für die Wissenschaft. Ich hoffe, ihr seht das ein bisschen oder du siehst das ein bisschen, dass wir jetzt hier Dampf haben, ne? Das heißt, wir haben jetzt hier Wasser und hier Dampf. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Ich sehe es perfekt oder ich halte es mal näher ran. Genau, dass du es mal siehst hier, ne? Hier haben wir Wasser und Dampf. So, jetzt sind wir nämlich hier angelangt bei 100 Grad. Was passiert da? Da haben wir auch Verdampfungswärme, Umwandlung, latente Wärme. Das heißt, wir stellen uns jetzt vor, wir fangen das hier alles auf. Perfekt, ne? Das ist ein abgeschlossenes System. Wir packen Energie drunter, ganz viel Energie, Energie, Energie. Dann wandelt sich Wasser um in Dampf. Wasser wandelt und wir sehen wieder, oh, wenn ich mein Thermometer hier reinhalte, wir haben konstant 100 Grad. Das System Wasserdampf hat 100 Grad, so lange, 100 Grad, 100 Grad, 100 Grad, so lange, bis das komplette Wasser verdampft ist. Stellt euch jetzt vor, wir haben das hier alles aufgesammelt, hier in diesem Dampf, ne? Hier, 100 Grad, hier ist Dampf drin. So, und jetzt wieder Energie, ganze Zeit, konstant Energie, ne? Konstant Energie, konstant Energie, konstant Energie. Konstant Energie und jetzt können wir den Dampf erst weiter erhitzen. Ist halt zu Hause nicht machbar, ne? Aber bis hierhin, sage ich mal, Kochtopf, ne? Kennst du zu Hause. Das heißt, das Wasser im Kochtopf wird nicht heißer als 100 Grad. Druck konstant, ne? Perfekte Bedingungen. Wenn du Deckel drauf machst, dann ändert sich ja der Druck, ne? Dann kann es natürlich größer werden, dann kann ja auch nichts verdampfen. Steigt der Dampfdruck und bla bla bla. Aber unter normalen Bedingungen oder vereinfachten Bedingungen, wir fangen alles auf. Dann haben wir hier konstant 100 Grad in deinem Kochtopf. Und erst wenn das ganze Nudelwasser für deine Nudeln verdampft ist, dann könntest du den Dampf, wenn du den auffangen könntest, weiter erhitzen. Genau. Und für die Physik-Brains geht es ja hier noch weiter. Ne? Dann kommt ja noch Plasma-Zustand, den brauchen wir aber jetzt nicht. So, und was passiert hier wieder? Latente Wärme, Umwandlungswärme. Das heißt, hier haben wir wieder einen Bereich. Obwohl wir Energie zuführen, steigt die Bewegungsenergie nicht. Warum? Weil Wasser, Wasserstoffbrückenbindung, da sind die Moleküle mit Kräften verbunden. Wenn wir Dampf haben wollen, müssen aber einzelne Moleküle das Wasser verlassen. Dafür brauchen wir Energie. Das heißt, die Energie, die hier reingepumpt wird, die ist dafür da, dass wir quasi in Dampfphase übergehen können, beziehungsweise diese Wasserstoffbrückenbindung aufgelöst wird, ne? Dass die Energie so groß ist, dass dann manche da rausfliegen. Und erst wenn wir nur noch Dampf haben, dann können wir das weiter erhitzen. Genau, und da ist auch, ne, Verdampfungswärme. Das heißt, wir brauchen 2,26 Megajoule, also schon heftig viel, Mega ist ja 10 hoch 6, um 1 Kilogramm Wasser zu verdampfen. Ne? Das sagt das hier aus. Das hier ist dieses QV, Verdampfungswärme und Schmelzwärme. Genau, umgedreht auch. Ne? Wir können es ja auch abkühlen, abkühlen, abkühlen. Dann auch, ne? Wir müssen so viel Energie entziehen dem Dampf, beziehungsweise hier dem Wasser, dem Dampf, also dem System hier, bis das dann zu Wasser wird. Dann müssen wir auch dem Wasser Energie entziehen, Energie entziehen, Energie entziehen. Also hier ist genau in die Richtung, ne? Energie entziehen, das geht natürlich auch, oder Energie zuführen. Und da haben wir dann auch hier diese Plateaus. Also wichtig ist, dass du die Plateaus hier verstanden hast, den Graphen einigermaßen nachvollziehen konntest. Wenn du da noch Fragen zu hast, dann schreib gerne in die Kommentare. Anregungen oder Fragen. Wenn dir meine Videos gefallen, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du meinen Channel abonnierst. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin Robert, dein Physikcoach. Ciao!